Auf dem Mars wurden organische Verbindungen gefunden, die auf Leben dort schließen lassen. Jetzt steht die große Frage im Raum, ob es sich wirklich um organische, von Lebewesen geschaffene Moleküle handelt oder ob sie durch andere Einflüsse entstanden sind. Die Forschungswelt setzt dabei große Hoffnung auf den neuen Mars-Rover, der noch in diesem Jahr seine Untersuchungen auf dem Mars starten soll. Vielleicht haben wir schon bald Beweise für Leben auf dem Mars. Klickt von Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt, treibt Forschende schon lange um. Weil der Planet der Erde in einem wichtigen Punkt ähnelt und gar nicht so weit von ihr entfernt ist, wird hier viel spekuliert. Der Mars gilt unter allen Planeten in unserem Sonnensystem als mit Abstand der geeignetste, um darauf Leben zu finden. Zwar ist die Atmosphäre dort nur gerade mal ein Hundertstel so dick wie auf der Erde und besteht zu etwa 95% aus Kohlenstoffdioxid, aber der Mars hat eine wichtige Sache mit der Erde gemeinsam. Wasser. Das Wasser auf dem Mars ist allerdings mittlerweile fast vollständig gefroren. Dennoch hätte sich dort vor einigen Milliarden Jahren, als die Temperaturen höher und das Wasser noch flüssig war, organisches Leben entwickeln können. Dafür, dass genau das der Fall war, gibt es jetzt neue, erstaunliche Hinweise. Es wurden sogenannte Thiophene auf dem Mars gefunden. Das sind organische Verbindungen aus 4 Kohlenstoffatomen und einem Schwefelatom. Auf der Erde kommen diese ringförmigen Verbindungen in Steinkohle, Teer und Erdöl vor. Also in Substanzen, die durch die Zersetzung von biologischem Material entstanden sind, von Leben. Erstaunlicherweise kommen sie übrigens auch in weißen Trüffeln vor. Für einige Fachleute der Astrobiologie von der Washington State University und der Technischen Universität Berlin ist das ein klarer Hinweis darauf, dass es zumindest ein früheres Leben auf dem Mars gegeben hat. Jetzt wollen sie erforschen, wie diese organischen Verbindungen entstehen konnten. Sie vermuten tatsächlich, dass dahinter ein biologischer Prozess steckt, an dem wahrscheinlich Bakterien beteiligt waren. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, wie die Thiophene auf dem Mars entstanden sein könnten, aber biologische Prozesse sind wahrscheinlicher als chemische, wie der Astrobiologe Dirk Schulze-Makusch erklärt. Eine nicht biologische Möglichkeit wäre zum Beispiel ein Meteoriteneinschlag, von dem die Verbindungen stammen könnten. Eine biologische Erklärung wäre Bakterien. Das könnte vor mehr als 3 Milliarden Jahren passiert sein. Zu dieser Zeit war der Mars noch sehr viel wärmer und feuchter als heute. Die Analyse von Isotopen, also bestimmten Atomarten, könnte Aufschluss darüber geben, woher die marsianischen Thiophene stammen. Denn die biochemische Produktion solcher Moleküle durch Bakterien oder andere Organismen würde das Isotopenverhältnis auf spezifische Weise beeinflussen und das Verhältnis, anders als bei chemischen Grundbausteinen, zugunsten der leichteren Isotope verschieben. Organismen sind quasi faul. Deshalb nutzen sie eher die leichten Isotope eines Elements, weil sie das weniger Energie kostet. So ein verschobenes Isotopenverhältnis wäre also ein wichtiges Indiz für Leben. Ganz so einfach zu beweisen ist das aber nicht, denn Marssonden und Rover, die aktuell auf dem Planeten unterwegs sind, liefern noch keine Isotopendaten. Deshalb ist es auch noch nicht gelungen, nicht biologische Prozesse für die Entstehung der Thiophene ganz auszuschließen. Die Forschungsmöglichkeiten auf dem Mars sind aber nicht mehr lange so begrenzt. Aktuell ist der Mars Rover Curiosity auf dem Planeten unterwegs. Er befährt seit 8 Jahren die Oberfläche des roten Planeten und erforscht das Gestein und tiefe Krater. Im Juli soll dann der neue Mars Rover Rosalind Franklin der Europäischen Weltraumagentur ESA starten, von dem sich die Fachwelt neue Ergebnisse erhofft. Das neue Modell ist mit einem Instrument ausgestattet, das auf die Analysen organischer Moleküle spezialisiert ist und auch Isotopendaten ermitteln kann. Noch ist also unklar, ob es wirklich Leben auf dem Mars gegeben hat, und Schulze-Makusch vermutet, dass der letztendliche Beweis durch Menschen erbracht werden muss. Es wird also umso spannender, wenn ein Astronaut oder eine Astronautin auf dem Mars durch ein Mikroskop schauen wird. Vielleicht entdeckt man dann tatsächlich eine sich bewegende Mikrobe. Gänsehaut-Feeling. Expedition Mars mit Insight zum roten Planeten. Anklicken, anschauen und Iggy's Kosmos abonnieren. Sehr cooler Kanal mit sehr coolen Videos. Bis dann. Bleibt dran.